Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zu Let's Play Days Gone, einem PS4-exklusiven Spiel, was erst vor wenigen Tagen herausgekommen ist, von Bend Studio entwickelt. Das ist ein Entwicklerstudio, was jetzt nicht für so viele andere Spiele bekannt ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also die haben bisher keine großartigen AAA-Titel oder sowas gehabt. Deswegen war ich auf dieses Spiel besonders gespannt. Es war ja auch in meiner Liste der meist erwarteten Spiele 2019. Und man muss sagen, dass die Wertungen für dieses Spiel weit auseinanderdriften tatsächlich. Was vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass das Spiel technisch in einem nicht ganz ausgereiften Zustand rausgekommen ist. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir davon verschont bleiben, zumindest größtenteils. Wir trauen uns trotzdem mal, es jetzt schon zu Let's Playen. Seit dem Release kamen auch mehrere Patches heraus, sodass wir jetzt bei der Versionsnummer 1.05 sind. Und ja, ich bin auf das Spiel, wie gesagt, sehr gespannt. Es ist mal wieder ein Zombie-Spiel, von denen es ja schon einige gab in den letzten Jahren. Obwohl der Zombie-Hype mittlerweile fast schon vorbei ist, sind es hier absolut keine Zombies. Ne? Also ich meine, sie heißen auch anders. Sie heißen Freaker in diesem Spiel. Wir spielen den Biker Deacon St. John und ja, mehr weiß ich über das Spiel tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass es ein Survival-Open-World-Game ist, was uns gut und gerne mindestens 30 Stunden beschäftigen wird. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, ich hoffe, ihr seid auch gespannt drauf. Wir werden jetzt unsere Reise in den USA beginnen, nämlich in dem Bundesstaat Oregon, wo das Spiel spielen wird. In einer, ja, postapokalyptischen Welt, zumindest. Ja, teilweise, beziehungsweise eigentlich nicht teilweise, sondern ganz, denn wie gesagt, es gibt diese Freaker-Epidemie, aber Näheres dazu werden wir im Laufe des Gameplays dann feststellen. Starten wir das Spiel. Ich habe mir überlegt, dass wir ganz normal auf normal spielen werden. Der mittlere Schwierigkeitsgrad, die goldene Mitte, ist meistens so das richtige Maß zwischen keiner Überforderung und es ist nicht zu langweilig. Starten wir das Spiel. Wir spielen übrigens auf einer normalen PlayStation 4, nicht die Pro-Version. Das heißt, dieses Spiel wird auf der normalen Version wahrscheinlich auch für seine langen Ladezeiten berüchtigt sein. Deswegen hoffe ich, dass sich das einigermaßen die Waage hält. Denn allein um das Spiel schon zu starten, musste ich, glaube ich, 2 Minuten warten. Das finde ich schon recht lang. Aber im Laufe von mehreren Patches wird sich das hoffentlich dann auch legen. Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Große Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Mob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien. Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien. Okay. Ich habe nur für 2 Leute Platz, okay? 2. Was soll das heißen? Nur wir für sind 2? Zu schwer, okay? Ich kann nur 2 von euch mitnehmen. 2. Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Da kommt sie. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer. Los jetzt. Wir müssen Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für 2 in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden.
Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Gone. So viel zur Einleitung. Jetzt wissen wir auch, was das blinkende Symbol bzw. das kreisende Symbol da unten rechts ist. Das ist also Deacons Ring, den er Sarah mitgegeben hat. Und wir selbst bleiben jetzt hier zurück bei dieser Revolte oder was immer das auch ist. Wir haben einen ersten Hinweis auf diese Freaker-Epidemie bekommen. Denn Deacon sagte ja selbst zu diesem O'Brien, dass sie nicht das hat, was auch immer da draußen vor sich geht. Also gehe ich mal davon aus, dass diese Freaker-Epidemie jetzt schon komplett im Gange ist. Und es ist noch unklar, wie das Ganze passiert ist. 2 Jahre später? Oha. Das ging schnell. Freakers all dead. Und da sind sie, Boozer und Deacon. Er ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest, hey. Everest, was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Fick dich, Leon. Okay, er kann nicht weit sein. Verfolge Leon. Halte zum Beschleunigen R2 gedrückt. Halte für einen Boost das X gedrückt. Oh ja. Also in diesem Spiel werden wir auch oft mit dem Motorrad unterwegs sein. Er schießt auf uns. Wow. Wow. Okay, ich muss das Fahren erstmal so ein bisschen erlernen. Scheiße. Ich nehme mal an, das ist dann dieser Leon. Wow. Wow, 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 wow. Autsch. Autsch. Kann ich irgendwie zurücksetzen? Verfluchte Scheiße. Ah ja. Jetzt ein Boost wäre ganz nice. Sehr schön. Ich habe die ganze Zeit Angst, so ein bisschen wegzuglitschen, denn der Untergrund sieht mir nicht so aus, als könnte man hier großartig drauf sliden. Na, Boozer kann auf jeden Fall besser fahren als ich. So viel steht fest. Wir küssen den nächsten Baum. Ich glaube nicht, dass unser Motorrad unendlich Haltbarkeit besitzt. Deswegen sollte man auch da vielleicht mal etwas vorsichtiger sein. Gefällt dir das? Ja? Du Scheißkerl! Getroffen? Ja, ich glaube. Oh, warte, warte! Er hat sein Bike hingelegt. Wo ist der?
Lachgas, okay. Ah, wir haben also so eine Lachgaseinspritzung. Das lese ich da gerade unten links. Gib mir Deck, alles klar. Na los. Verfolgen. Drücke R3, um die Überlebenssicht zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar. Also quasi so eine Art Spurenlesen. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Ah ja, wir sehen seine Fußspuren. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich haben wir ihn. Wer ist Copeland? Ja, sehr gut. Hey, hey, warte. Verfolgen Hinweise. In der Überlebenssicht vibriert der DualShock-Controller, wenn deine Kamera in Richtung eines Hinweises zeigt. Näherst du dich dem Hinweis, nimmt die Vibration zu. Entfernst du dich davon, nimmt sie ab. Warte, halt. Moment. Ah ja. Scheiße. Ja, das merke ich. Okay. Mal sehen. Hier haben wir etwas. Das müssen wir uns mal ansehen. Warte, warte, warte. Hier. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Das klingt fast, als wurde er angegriffen oder sowas. Spüren wir Leon. Wo hast du diesen Spurensuchscheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Ja, die Spuren zeigen weiterhin in diese Richtung. Wir sind also auf der richtigen Spur. Was haben wir denn da unten? Wow. Runter! Tja, Leon, das war's für dich. Jetzt müssen wir wohl zielen. Alles klar, Bruder? Ja, 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 nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Na, ich hoffe, es ergeht uns nicht ähnlich. Mir geht's gut, Busa. Es ist nämlich ziemlich lange her, dass ich auf der PS4 gespielt habe. Die lag ja ziemlich lange brach. Ich seh's, da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja. Er verliert eine Menge Blut. Ja. Der kommt nicht weit. Na los. Ach du Scheiße. Das sind diese Freaker. Und guck mal, wie viele das sind. Ich habe schon davon gehört, dass man es mit Horden, ganzen Horden von Freakern zu tun bekommt. Aber das ist ja mal... Meine Güte. Durchsuch ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte doch. Warte mal kurz. Wo hast du die Drogen, Leo? Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast da ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie es sich wohl anfühlt, hm? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, okay. Nein, nein. Bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Für dich verschwenden wir keine Kugel. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Puh. Ich hätte jetzt mit diesem Spruch gerechnet.
brauche einen Beweis fürs Kopfgeld. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Oh, Trophäe erhalten. Ich schätze mal, wir sollten uns... Moment. Wo sind denn die Freaker hin? Keine Ahnung. Aber ich schätze, wir sollten doch mal schnell weg. Eines der coolsten Sachen in diesem Spiel soll übrigens das dynamische Wettersystem sein. Wir werden zum Beispiel dynamischen Schneefall erleben in diesem Spiel. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf, denn das habe ich so in noch keinem Spiel in irgendeiner Art und Weise gesehen. Das wird richtig cool. Wir haben da oben... Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. So, haben wir hier vielleicht irgendetwas? Das sieht doch gut aus da. Arznei. Finde Material für einen Verband. Das war jetzt Sterilisierungsmittel. Da ist noch etwas. Das war ein Lappen. Stelle einen Verband her. Drücke L1, um das Überlebensrad zu öffnen. Bewege R, um die medizinische Kategorie zu erweitern und einen Verband auszuwählen. Das sind Fallen, das ist Ablenkung. Medizinisch. Medizinisch. So, und da haben wir Verband. Halte R1 gedrückt, um einen Verband herzustellen. Wir brauchen dafür Lappen und Sterilisierungsmittel. Haben wir beides. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und... Yeah. So... Dann drücken wir um das Verband und halte R2 gedrückt, okay. Der Verband ist wo? Da. So, ah, ja. Ja, das sollte reichen. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Na, hoffentlich. Drücke L3, um zu sprinten. Sprinten verbraucht Ausdauer. Ausdauer sehen wir unten. Das ist die blaue Anzeige. Ich dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Wegen Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Camp-Punkte, Tucker, Copeland. Alles Namen, mit denen wir nicht... Missionsgebiet wird verlassen? What the fuck? Ernsthaft? Weil ich 3 Meter daneben gegangen bin? Sowas regt mich ja schon wieder auf. Scheiße, ich muss fitter werden. Ah, unsere Motorräder. Dreh- und Angelpunkt dieser Open World. Innerhalb des Überlebensrats kannst du Gegenstände benutzen, herstellen oder ausrüsten. Das haben wir gesehen. Schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Ist wohl die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja. Er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Da hat er gar keinen Bock drauf. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Prozent Jagdauflehung. Was hat Leon dir gegeben? Aktualisiert. Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. Oh je. Blockiert. So, morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Oh Gott, ich höre doch Freaker hier irgendwo, da vorne. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben.
Dann sollten wir wohl vorsichtig sein. Fahrzeuge schieben. Einige Fahrzeuge können bewegt werden, um Wege zu räumen oder zu blockieren. Halte Quadrat gedrückt, um sie zu schieben. Okay. Bereit? Ja. Immer bereit. Schieb! Huch, da sitzt ja noch jemand am Steuer. Nicht ganz lebendig, aber er sitzt dort. Wow. Los, los! Haltet sie auf! Du meinst, du gewinnst? Drücke R2 für einen Nahkampfangriff. Okay, dann machen wir das mal. Wow. Um das Ziel zu wechseln, halte L in Richtung des Gegners gedrückt und drücke R2. Wähle eine Richtung mit L und tippe R1, um dich abzurollen. Verletzte! Verletzte ist gut, ich würde eher sagen Tote. Mach schon. Wir haben es fast. Alter. Das ist eine ziemlich unbarmherzige Welt und das merkt man schon in den ersten 30 Minuten des Spiels. Meine Güte. Wieder aufs Bike. Es stürmt auch ganz schön hier. Ich finde es auch cool, wie stimmungsvoll man das auch an den Bäumen sieht. Auch überall, da auch in der Entfernung dort. Ah, wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Nero. Ich meine, gut, in diesen 2 Jahren Zeitsprung kann ja alles Mögliche passiert sein. Mist, wie soll das gehen? Gib mir die Schrotflinte, ich gehe vor. Ja, das ist die Wumme, die zu mir passt. Okay. Ich schätze, wir werden jetzt diese Schießeisen probieren. Jagd auf Leon 50%. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat Ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den Scheiß-Pionieren. Ja. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Hm. Wir müssen vorsichtig sein. Ich meine, das riecht, wie gesagt, sehr nach einem Hinterhalt. Egal ob von Rippern oder von Freakern. Beides wäre mir jetzt nicht ganz recht. Können wir hier ganz normal raufspringen? Ja. Ist hier vielleicht irgendetwas? Nein, ich sehe da jetzt nichts, was wir irgendwie sammeln könnten oder so. Riechst du das? Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. Und so ist es wohl. Ach, das war ein Nest von diesen Freakern. Ich glaube, er ist tot. Dezent. Denke an meine Flinte. Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, Deke mag die Freaker nicht besonders. Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Ist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Oh. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Ey, lass es einfach. Oh, wir haben ein Schwärmerohr erhalten und wir haben jetzt die Bestätigung, dass Sarah tot ist.
Ist sie jetzt mit dem Heli abgestürzt oder was ist damals passiert? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das werden wir wohl herausfinden. So. Da vorne blinkt irgendetwas. Region Bellknapp. Na, kommt her. Kleinen Scheißviecher. Erstmal nachladen. Geräusche scheint sie ja aufzuschrecken, deswegen sollten wir vielleicht diese Alarmanlage mal irgendwie abschalten. Und wie? Ah ja. Ich suche Fahrzeuge nach Schrott, Herstellungszutaten und anderen nützlichen Objekten. Okay. Jetzt haben wir einen Schrott erhalten. Ich denke mal, dass wir damit nachher auch Sachen craften können oder sowas. Also diese Freaker scheinen sehr, sehr allergisch auf Geräusche zu reagieren, beziehungsweise generell. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Munition findet sich oft in Polizeiwegen. Dann schauen wir doch mal hier nach. Das sieht doch mal gut aus. Pistolenmunition und Flintenmunition. Perfekt. Haben wir hier noch irgendetwas von Interesse? Da kommen wir so nicht lang, aber hier vorne. Da scheint auch schon der Questmarker darauf hinzudeuten. Können wir eigentlich mal eben, da muss ich mal eben gucken. Eine Sache habe ich, glaube ich, nicht angestellt, die ich ganz gut fand. EP-Anzeige. Wir sammeln nämlich auch EP in diesem Spiel und können dadurch dann eben auch Skillpunkte nachher verteilen. Und das wäre doch mal schön, wenn wir das wenigstens sehen könnten. Lappen und Sterilisierungsmittel. Das heißt, wir könnten etwas craften. Wir versuchen das jetzt auch nochmal zu machen, ohne die Hilfe, die wir hatten. Ja, da haben wir einen gecraftet. Sehr gut. Und es scheint so zu sein, als wenn das Spiel in einen Zeitlupenmodus geht, wenn wir etwas craften, beziehungsweise wenn wir in diesem Gemüse. ...20 EP. Ja, da oben sehen wir es jetzt auch. Oben rechts wird das angezeigt. Ja, der gute Freund hat uns hier auf einen Raum aufmerksam gemacht, wo wir ein paar Sachen finden. Sterilisierungsmittel, okay. Oh, einen ganzen Verband. Oh, Pepper Woods! Du auch hier in diesem Spiel. Was für ein prominenter Besuch. Lappen. Ich schätze mal, wir sollten nicht unbedingt sofort alles vercraften. Zumindest lasse ich das jetzt erstmal. Das Ding müssen wir schieben. Oh, da vorne leuchtet was rot. Oh, scheiße. Das war nicht das Klügste. Das war nicht geplant, verdammte Scheiße! Beide erledigt. Ah ne, der lebt noch. Ne, das war wirklich nicht geplant. Und ich hab's noch gesehen, weißt du? So, jetzt ist das Ding immerhin aus, das ist doch gut. Finden wir hier sonst noch etwas? Kann man alle Autos ausschlachten? Ne, ich glaube nicht. Schwärmerohr noch bekommen. Ich frage mich ja, was man machen kann mit diesen Schwärmerohren oder mit dem Zeug, was man eben von Freakern bekommt. Da ist etwas. Noch mehr Schrott. Oh, Scheiße. Mehr Freaks! Oh. Also eins muss man der Flinte lassen. Die ist echt cool. Schön, dass das die erste Waffe im Spiel ist. Was haben wir hier? Auch noch wieder Schrott. Nehmen wir mit. Eins Schrott. Was haben wir hier?